So, wir haben heute Sonntag, den 1. März 2020. Ich bin hier im Hochschwarzwald unterwegs, Landkreis Freiburg in der Nähe von Oberried und will einen Teil auf dem alpinen Pfad unterhalb des Feldbergs begehen. Wie man sieht, es liegt noch oder immer noch sehr viel Altschnee herum. Ich bin hier gerade an der Stollen Vasenhütte, am Hüttenvasen, der Schutzhütte in 1190 Metern Höhe. Dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt von der Uhrzeit her 11.50 Uhr. Let's go! Temperaturmäßig liegen wir so bei etwa 6 Grad plus. Es geht ein leichter Wind und es soll heute wechselnd bewölkt mit etwas Sonne sein. Zumindest kein Regen. Gucken wir den Weg. Ich habe schon den Einstieg nicht gefunden. Ich nehme mal umdrehen. So versteckt ist das Ganze hier. Jetzt rein. Sieht man kaum. Wie es aussieht, bin ich hier, seitdem der letzte Schnee gefallen ist,
eben seit einiger Zeit der einzigste hier, der unterwegs ist auf diesem Pfad, auf dem Weg zum Einstieg zum alpinen Pfad. Aber es sind keine Spuren mehr ersichtlich. Blick zurück. So, wir haben ja jetzt 11.59 Uhr, gleich 12 somit. Jetzt beginnt hier der eigentliche alpine Pfad. Und man hat auch ein bisschen bessere Sicht. Runter in den Kessel, in den Napf. Sehr schön.
Wetter.